Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute werde ich euch alles Wissenswerte zum Ecklager erzählen und am Ende zeige ich euch eine sogenannte Reparaturvariante. Das Ecklager ist bei Dreh- und Drehkippelementen der Angelpunkt des Beschlages. Es sitzt bei Dreh- und Drehkippelementen unten auf der Scharnierseite oder Bandseite. Durch seinen Aufbau trägt es das Gewicht des Elements und bildet mit dem Scherenlager oben die Drehachse und mit dem Kippschildblech unten bzw. seitlich die Kippachse des Elements. Der Aufbau ist stets gleich oder ähnlich und Sie können Flügel mit einem Gewicht von 50 bis 130 kg grundsätzlich tragen. Des Weiteren unterscheiden wir die Ecklager in den Varianten aufgeschraubt oder eingelassen, wobei die eingelassenen mittlerweile am häufigsten nur noch im Holzelementebereich vorkommen. Als allererstes möchte ich etwas zum aufgeschraubten Ecklager sagen. Wie die Bezeichnung bereits vorgibt, sind diese Ecklager aufgeschraubt. Sie werden am häufigsten verwendet bei Kunststoff- und Aluminiumelementen, aber auch teilweise bei Holzfenstern oder Balkontüren. Ich habe hier ein Beispiel. Die sind auf der Rückseite glatt. Vorne ist der Ecklagerbolzen mit den Verstellmöglichkeiten. Und auf der Rückseite sind Zapfen bzw. Tragbolzen. Das zeige ich euch gleich bei einem weiteren Ecklager. Zum Beispiel dieses Ecklager gibt es dann noch in verschiedenen Farben, meistens weiß, braun oder silber. Und hier haben wir auf der Rückseite einen 6 mm Tragbolzen. Zur Lastabnahme, das heißt bei Balkontüren oder bei Flügeln mit höherem Flügelgewicht. Wenn dieses Ecklager auch bei Fenstern eingesetzt wird, ist es kein Problem, weil die Montage für den Fensterbauer oder Monteur ist genauso oder wenig aufwendig wie bei einem Ecklager ohne Tragzapfen oder Tragbolzen. Als dritte Variante, eine ältere Variante von der Firma Roto mit Kugel. Hier ist es so, dass Flügel und Rahmteil genauso aufeinander abgestimmt sind und hier ist statt auch dem Bolzen eine Kugel da. Funktioniert aber wirklich genauso und ist eine alte Variante. Zur Montage der Ecklager ist es wichtig, dass der Monteur bzw. Fensterbauer immer eine Fräslehre oder eine Bohrschablone verwendet, damit die Flügel und Ecklager genau an der richtigen Stelle positioniert sind, weil nur dann die Funktion gewährleistet sein kann. Durch den Laien ist die freie Positionierung oftmals sehr schwer oder fast unmöglich. Von daher kann nur bei Reparaturen bei aufgeschraubten Ecklagern durch den Laien nur ein Austausch stattfinden. Das heißt, er kann das alte Ecklager abschrauben, das neue bestellen, anschrauben und die Funktion ist wieder voll gewährleistet. Als nächste Variante haben wir die eingelassenen Ecklager. Die Ecklager, wie die Bezeichnung schon sagt, sind eingelassen. Das heißt, auf dem Rahmen gibt es eine Fräsung von 5 bis 20 mm, wo das Ecklager aufgesetzt wird. Das eingelassene Ecklager wird in allerhäufigsten Fällen bei Holzfenstern eingesetzt und vereinzelt auch bei Kunststofffenstern. Ich habe jetzt hier eine Variante, wieder mit der Kugel. Geht genau dieselbe Ausführung wie vorhin bei den aufgeschraubten Ecklagern, aber hier für Holzfenster. Wir haben auf der Rückseite den Topf. Der hat einen Durchmesser von 34 mm und eine Tiefe von 20 mm. Diese Fräsung muss im Holzrahmen gemacht werden, damit das Ecklager richtig positioniert werden kann. Als andere Variante ein sehr altes Ecklager als Reproduktion. Hier ist es so, dass es kein Bolzen am Ecklager gibt, sondern es gibt eine Buchse und der Bolzen ist am Flügelteil. Diese Variante ist etwas neuer, aber auch nicht mehr die aktuellste Variante. Wir haben hier einen Topf 5 mm als Doppeltopf-Variante, das heißt, hier gibt es wieder eine Fräslehre bzw. eine Doppelbohrung mit einem Forstnerbohrer. Solltet ihr nun solch ein Ecklager benötigen oder ein altes reparieren wollen, ist es kein Hexenwerk. In den meisten Fällen steht auf den Ecklager eine Nummer, aber auf der Rückseite. Das heißt, ihr müsst das Ecklager abbauen und müsst auf der Rückseite schauen, welche Bezeichnung draufsteht. Teilweise gibt es Bezeichnungen, die auf der Vorderseite stehen. Ansonsten, wenn keine Bezeichnungen vorhanden sind, helfen uns auf alle Fälle
der Hersteller der Beschläge am Flügel weiter oder ein Bild oder eine Beschreibung und wir können euch sicherlich dazu helfen. Die Links für das Reparatureilklager und für die Beschreibung der Fachbegriffe setzen wir euch in die Videobeschreibung. Und das war's auch schon mit dem Video. Habe ich alle eure Fragen beantwortet? Sollte ich noch nicht alle Fragen beantwortet haben oder ihr habt noch Anmerkungen, bitte schreibt uns einen Kommentar. Ich freue mich schon auf das nächste Video. Wenn ihr wollt, schaut auch mal unsere anderen Videos an und bitte abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.